Ich bedanke mich sehr an dem Intro von Healthy TV und ich werde jetzt erstmal mein normales erstes Minecraft, also Customize 1 weiterführen. Das ist ja die Welt mit Let's Play mit viel Erd. Sonst würde ich am Ende noch so ein paar Infos machen. Ich bin hier auf jeden Fall in der Welt jetzt gespawnt. Da habe ich jetzt Truhe und so weiter. Hab die Insel ein bisschen begradigt. Jetzt habe ich hier relativ nervigen Regen, den ich jetzt nicht direkt abstellen kann. Wolle habe ich ja auch leider keine. Habe ich sonst hier in die Truhe ein Bett reingepackt? Nein. Aber auch keine Wolle. Also kann ich den Regen nicht ausschalten. Kriege ich jetzt leider nicht ausgeschaltet. Ich habe hier allerdings ein Diamantschwert, gegen die Spinnen hier vorzugehen. Aber es ist zu wenig FPS für mich, ja, mit dem Regen. Müssen wir sonst vielleicht hier Grafikeinstellungen ein bisschen runterstellen hier. Während des Regens. Um die FPS-Rate nicht so niedrig zu lassen. Oh, das spawnt ja einiges. Ein Skelett und ein Creeper. Das Skelett sollte so attackieren, dass es den Creeper auch attackiert. Ah, klappt schon nicht. Wie verschwimmt da jetzt im Wasser? Explodiert. Ganz normal explodiert. Ich werde erstmal ein Haus versuchen zu bauen. Habe ich hier Setzlinge? Ja, ich habe Setzlinge. Ich kann also hier erstmal ein Birkenholzhaus bauen. Oder ich grabe das hier nochmal einen tiefer. Also das ist ja kein normales Minecraft Let's Play, was ich hier mache. Das ist hier Teil 23, aber kein völlig normales Let's Play. Das ist ja mein normales Let's Play, wo ich jetzt 47 Teile habe, wegen 47 Abonnenten. Und dieses eine Video mit Aufrufe mehr Abonnenten und so weiter habe ich jetzt umbenannt. Warum bekomme ich so wenig Aufrufe? Und da sind jetzt 3 Daumen nach oben und 0 Daumen nach unten. Das ist natürlich auch wieder besser als 2 Daumen nach oben und 1 Daumen runter. Oh, Diamant! Und es wird hier hell. Aber durch diese Sichtweitenverkleinerung habe ich zumindest nicht so viele FPS-Einbrüche. Was natürlich die Let's Play-Qualität stören würde. Allerdings bei dem Mikrofon, ich spreche gar nicht mein Mikrofon, ich spreche ganz normal. Einfach so ganz normal ohne Mikrofon. Ich wüsste nämlich noch nicht, wie ich das Mikrofon dann hinlegen würde. Oder hinlegen müsste, damit ich die Aufnahme perfekt machen kann. Also um die Let's Play-Qualität zu perfektionieren. Also mit Priorität auf hoch festlegen geht das nicht, weil dann Open Broadcaster Software nicht mehr richtig aufzeichnet. Da wird jetzt ein Mega-Lag aufgezeichnet. Ich würde zwar flüssig sehen, aber die Aufnahme wäre dann nicht gut. Aber jetzt natürlich den Birkenholz. Aber wenn ich hier verhungere, dann ist hier ja sowas weg hier. Jetzt werde ich mir erstmal die Koordinaten notieren. Also indem ich in den Chat schreibe. 4290, 65 und 2366. Guck mal kurz, wie lange ich schon aufnehme. 4 Minuten. Mein Inventar schon wieder relativ voll. Aber ich will ja hier dieses Birkenholzhaus hinsetzen. Soll ein relativ großes Haus, also erstmal anfangs das erste Mal ein bisschen kleiner. Den See werde ich wahrscheinlich auch zumachen. Da werde ich den dann komplett mit Erde zubauen. Das ist schon Part 23, aber ich habe sozusagen bei Part 21 einen Neubeginn gemacht. Und seitdem steht hier immer noch kein Haus, also bin nicht wirklich vorangekommen.
Aber ich hatte hier wa einen Wald abgeholzt, also hier war es relativ waldig auch. Muss hier erstmal die Erde hinsetzen. Den kann ich dann nicht direkt abstellen, aber ich glaube, die Cheats dürfte ich aktiviert haben, damit ich nämlich, wenn ich sterbe, mich hierher teleportieren kann. Ich habe mich ja hierher teleportiert. Da kriege ich nämlich auch schon Hungerschaden. Muss ich die Nächte dann in Zukunft in mein Haus verweilen. Spitzhacke brauche ich nicht, aber das Birkenholz brauche ich. Mal das Haus mal in der Größe. So, erst einmal. Wird natürlich noch größer gemacht. Guck mal, welche Größe ist das denn hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das müsste ich hier machen. Der wäre dann daneben. Muss die Axt nochmal kurz holen und hat nur noch 1,5 Herzen. Wenn er jetzt runtergeht bis auf einen halben Herz, war ich ja schwierig, das gerade auf normal. Bei schwer würde ich ja direkt sterben, deswegen lasse ich das immer auf normal. Aber ich habe auch gesagt, 50 Abonnenten, dann kommt auch mein Minecraft Hardcore Let's Play. Ich habe im Moment noch gar keine Teile aufgenommen. Aber im Moment kommen eher weniger Parts, da im Moment das Uploaden ein wenig langsamer ist. Und ich bin ja auch im Praktikum. Deswegen habe ich auch nicht so viel Zeit. Also, ich habe noch mal so etwa 2 Stunden, sag ich mal, Zeit, um maximal in die Freizeit für Videos aufnehmen. Also viele Videos für YouTube herstellen. Jetzt darf ich nicht hier direkt runterfallen, dann bin ich am will ich nicht sagen. Dann bin ich tot. Also muss ich das anders machen hier. Hier erstmal so ein kleines 8x8 Grundgerüst, wo es eine 6x6, also 36 Blöcke große Innenfläche ergibt. Und jetzt habe ich noch ein Stack, also ich habe das Holz dann relativ gut gebraucht. Wird natürlich ein bisschen was übrig bleiben. Zu ist es schon mal. Axt. Hier könnte ich dann die Löcher reingraben für Fenster. Dann solche Fenster rein. Ich mache das gerade mal so. Oder ich mache das durchgängige Fenster hier. Ich muss ja nur so alles abbauen. Mit durchgängigen Fenstern, wie viel brauche ich dann hier? 10? 10, 18, 28, 28 brauche ich dafür dann. 28, wie heißt der Block denn nochmal? Glas. Hier ist ein bisschen Sand. Na, ich habe sowieso noch Sand. Aber ich will erstmal dies alles hier ins Haus reinbringen. Oben rein. Truhe bleibt da erstmal. Halbes Herz ist natürlich ganz schön riskant hier. Ofen, Kohle rein. Was wollte ich noch machen? Ach, eine Crafting Table wieder rein und eine weitere Truhe hier reinsetzen. Zack. Muss erwarten, dass die 28 gebrannt sind. Das blende ich wieder aus. Tür brauche ich hier auch. Da sind es 3, da sind es 2. Da kann ich also lieber eine Doppeltür reinmachen. Damit das symmetrisch ist. Man kraftet ja sowieso 2. Oder 3 sind sogar. Jetzt machen wir nochmal 2 Druckplatten.
Eigentlich könnte man da auch Birkenholzdruck Latten mal rausmachen. Und habe ich noch ein paar Samen? Nein, habe ich keine Samen. Habe ich hier welche? Auch keine. Das könnte ich mal hier eingraben. Oh, ich brauche noch einen Eimer Wasser. Habe ich ja hier direkt. Weil dann kann ich natürlich hier beackern. Die Fläche von 80 Blöcken kann man ja auch einfach beackern. Also ich werde am Ende des nächsten normalen Netzwerkparts, also 48, das hier ist ja Teil 23 vom Custom Mark 1. Was natürlich dann mit dem Intro macht, dann natürlich den Arbeitsaufwand ein wenig höher. Das sind jetzt hier 4 Blöcke, ja, ich sind 4 Blöcke. Ich sollte erstmal natürlich ein bisschen Nahrung holen. Die Samen, hier kann ich ja immerhin welche züchten. Knochen habe ich 2, das würde aber nicht reichen. Weil ich ja ein paar Skelette ja gekriegt hatte. Es wird bestimmt auch bald wieder dunkel, also sollte ich dann erstmal in Sicherheit gehen. Lava-Eimer könnte ich aber auch gerne mitnehmen. Also einen Eimer mit Lava füllen. Dann habe ich jetzt einen Eimer mit Wasser und einen Eimer mit Lava. Und jetzt kann ich hier 6 Samen, die ich hier gerade geerntet habe, schon mal hinsetzen. Hier ist das Haus. Natürlich nur das Grundgerüst. 17 sind schon mal fertig. Das dauert noch ein bisschen, bis alle 28 fertig sind. Bloß noch eventuell ein paar Verbauer. Ah, ich brauche noch 11. Dann sind wir 17 fertig. Aber es ist noch keine Abenddämmerung sichtbar. Da wird nichts gedroppt. Also die Insel bin ich hier schon am Ebenen, also den Ebenen. Könnte ich ja eigentlich auch schon weitermachen. Damit hier vielleicht immer mal ein ganz großes Haus entstehen kann, dann würde ich sonst das Farmland dann woanders hinsetzen. Das ist erstmal für die Beginne da. Für die ersten, sag ich mal, 25 Parts. Also bis Part 25, nein, weiter bis 40. Part vielleicht, wenn ich hier noch so lange bleibe. Und der Regen hat aufgehört. Kann ich auch die Grafikeinstellung wieder ein bisschen höher stellen. Die Sonne geht bald unter. Obwohl, das ist auch nicht das Beste. Das ist hier Gold und Eisen. Aber ich kann mich da noch in Sicherheit bringen, da. Ich habe schon wieder einen weiteren Samen bekommen. Kann ich hier noch einsetzen. Aber da bin ich im Haus zumindest vom Monstern sicher. 12 Stück Glas sind fertig geworden. Einen mehr als ich brauche. Na, einer muss noch dahin und das ist zu viel. Der Rest kann erstmal, es brennt noch 2, 3 Stück. Obwohl, hier kann ich ja den Boden noch ausgraben. Fackel hinein. Dann sieht es einfach noch ein bisschen besser aus, wenn der Boden hier auch aus Birkenholz besteht. Es ist Nacht geworden und ich bin hier sicher im Haus. Also hier kann mich kein Monster angreifen oder es kann ja auch nichts spawnen. Wie ich hier die 4 Fackeln so platziert habe. Die immer an der linken Kante stehen.
So, jetzt immer noch das Birkenholz nehmen. Sag ich mal Birkenholz. Hier nochmal dahin setzen. Birkenholz. Also es gibt schon zig Minecraft Let's Plays, aber weil ich ja hier auch noch am besten hier die Beine rausreißen wollte, soll nämlich auch noch Birkenholz rein. Natürlich ganz schön riskant hier. Besser ich mich hier im Laufe der Nacht dann hineinbringen. Ein Glas. Da ist ein bisschen mehr Glas drin. Und hier erstmal rein. Da rein natürlich. Den Sand brauche ich sowieso nochmal wieder. Binne. Ist ein bisschen riskant hier rauszugehen. Jetzt. Mitten in der Nacht. Vor allem, weil da ein Creeper ist. Creeper verbrennen lassen. Oh. Lieber ich hier lieber rein. Hier bin ich mir nicht so sicher. Dann müsste ich sonst den Part hier abwarten. Oder ich grab mit. Na, was soll ich denn machen hier? Nahrung. Also Nahrung kriege ich einfach keine hier. Kann ich dann wegpacken, hier dieses Lapis-Lazuli-Zeug. Hier, das Eisen kann schon mal rein. Dann noch hier die Erde, kann da schon mal weg. Dies brauche ich auch nicht. Sand brauche ich auch nicht. Drinks brauche ich nicht. Eimer brauche ich nicht, Tür brauche ich nicht. Das ist das Inventar wieder relativ leer. Aber auch keine Tiere. Also ich kann ja dadurch keine Nahrung bekommen, weil auch kein Tier da ist. Dann muss ich mich mal sonst hier runtergraben. Und natürlich nicht hoffen, dass ich auf Skelette stoße. Weil ich will eigentlich die 20 Minuten noch voll bekommen. Und dazu brauche ich dann erstmal noch ein bisschen graben nach unten. Lapis Lazuli und Diamant ist hier. Baue ich dann lieber zu. Da ist eine Höhle. Lapis Lazuli Erz. Wie sind die Erz ja Arten da bunt gemischt? Das ist beim zweiten Customized Let's Play, sind sie hier beim ersten Customized deutlich durcheinander gemischt. Und es gibt aber trotzdem noch solche Flächen. Die gibt es ja unten nicht beim zweiten. Also Flächen, groß, solche großen, also verhältnismäßig großen Flächen ohne Erz. Da ist ja fast alles aus Erz aus. Alles was unter 78 ist, da sind alles aus Erz. 99,99% aller Blöcke bestehen da aus Erz. Hier sind es um die 80%. Prozent. 80 bis 90%, also deutlich weniger. Zombie. Grab einfach mal so runter.
wird sich hier eine unterirdische Farm aufbauen, um irgendwie mal meinen Hunger dann wieder stillen zu können. Also das ist natürlich nicht gut, dass mein Hunger jetzt ganz runtergegangen ist und ich einfach nichts zum Essen habe. Und deswegen die ganze Zeit auf dem halben Herd leben muss. Wie sieht's denn hier aus? Mond geht langsam runter. Ich würde den Part schon mal beenden wollen. Ich hoffe mal, dass es euch gefallen hat. Dann zeigt es mir Sachen, die mir gut tun.